Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Resident Evil 7. Es ist wieder bei mir, es ist wieder mal mitten in der Nacht. Es ist stockdunkel hier im Zimmer und ich liebe es einfach, dieses Spiel mitten in der Nacht zu spielen. Weil dann einfach der Gruselfaktor für mich persönlich noch größer ist. So, jetzt muss ich erst, der Nachteil ist halt, dass ich halt wirklich echt wenig hier sehe und dann immer zu tun habe, dass ich meine Tastatur so hinschiebe, dass es für mich Sinn ergibt, ohne dass ich irgendwelchen Scheiß runterschmeiße oder so. So, ich glaube, ich habe mich eingerichtet. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo sind wir denn jetzt? Wir müssen aber unten weitergehen, das heißt, wir müssen zurück. Und ich weiß glücklicherweise auch schon, dass da ein Monster auf uns wartet. Vielleicht werde ich das Ganze mit einer Granate beglücken. Ja, Granate sage ich schon, Bombe natürlich, aber es ist so ein schneller Läufer, da wird es schwieriger. Obwohl ich darauf vorbereitet war, hat es mich doch wieder ein bisschen gebumst. Ich hätte halt da wirklich eine Bombe hinwerfen können, aber ich glaube, es lief auch so ganz gut. Aber das war es mit Sicherheit nicht, so wie es hier aussieht. Hier gibt es noch einige. Wenigstens macht sie hier Licht, aber im ersten Mal hat sie das nicht direkt gemacht, meiner Meinung nach. Ach so, jetzt sind wir wieder hier, alles klar. Ja, hier wird es noch einige Monster geben. I love it. Gehen wir direkt mal hier rein. War das jetzt dieser große Raum oder war das nur diese Abstellkammer? Ja, war die Abstellkammer, okay. Sehr gut. Ich habe auch den Sound bei mir wieder extra laut eingestellt, damit ich richtig schön erschrecke, wenn irgendwelche Scheiße passiert. Der nächste Raum müsste der große sein. Ne, da geht's erstmal die Treppen runter. Kann man irgendwie rausgucken? Obwohl Licht reinfällt, kann man nicht wirklich rausgucken. Ah, wobei doch, da sieht man ein bisschen was. Silhouetten von Bäumen. Ich denke mal, ich höre was, aber wahrscheinlich bin ich das selbst. Stimmt, da haben wir ja schon das Ding da kaputt gemacht. Zum Aufmachen des Rad. Das ist der große Raum. Da wird irgendwas drin sein. Da läuft auch was rum. Ist das ein großer? Ne, es ist wie so ein Kriecher. Oh, ich wollte nachladen und drücke auf R. Ich Vollidiot. Scheiße, jetzt mache ich den so platt. Er ist schon tot. Fuck! Ich habe einfach die Bombe verschwendet und so viel Munition für diesen einen Freak da. Ach nein, ich dachte, wir starten, nachdem wir den anderen umgebracht haben. Oh, wie ärgerlich ist das denn? Scheiße. Ach, sorry, Freunde. Ich habe mich echt dumm angestellt. Aber egal. Dann
machen wir es jetzt eben besser. Ich überlege, ob ich jetzt den ersten Kriecher wieder mit dem Maschinengewehr umbringe, weil es ging ja ganz gut, oder ob ich doch einfach so ein Ding dahin werf. Ich meine, das wäre, glaube ich, schnellerer und sicherer. Okay, ich glaube, wir haben ihn sogar erwischt. Sehr schön. Dann machen wir jetzt den anderen Grieche trotzdem erstmal platt, bevor wir hier reingehen. Bevor uns irgendwas im Rücken fällt, wenn wir abhauen. Okay, die gehen ganz gut platt, weil sie wahrscheinlich einfach mit ihrem kompletten Körper drüber kriechen. Dann sind sie wahrscheinlich leichter umzubringen. Aber ich glaube, die halten eh nicht so viel aus, weil sie halt dafür schneller sind. Hier ist mindestens einer drin. Mindestens einer. Aber ich denke, hier ist eher so ein großer drin. Wusste es. Auch direkt erwischt. Nice. Den hat es auch ein Bein abgerissen. Schön. Also ich glaube, mehr als einer ist ja nicht drin. Aber man weiß natürlich nie. Wir brauchen eine Sicherung, wir haben keine. Oder wir brauchen eine Sicherung. Ja. Hallo? Ein Dietrich haben wir noch. Wo haben wir denn den zweiten Dietrich gefunden? Habe ich gar nicht gemerkt. Warum ist die Tür plötzlich auf? Hallo? Das habe ich ja gar nicht aufgemacht. Das war mal der Waschraum. Hier gibt's also nichts drin. Ich habe einfach nur Munition verschwendet. Vielleicht hier im Mülleimer. Na also. Oh, wir haben sogar zweimal Chemikalie und ein Kraut. Wir haben einmal was zum Heilen. Wir haben eh keine Pistole und ich denke, ich werde mal eins herstellen, damit wir einen Slot wieder frei bekommen, weil dann die Chemikalie benutzt ist. Ja, die Pistole. Ich frage, kann man die finden? Ach, vielleicht bekommen wir die Pistole dann von Ethan oder wir haben dann halt mit Ethan die Munition, die wir hier mit Mia eingesammelt haben. Das kann ja sein. Ich habe leider nichts oder noch nichts, um das aufzumachen. Wie das geht, wissen wir ja schon. Hier ist es, glaube ich, zu hell für so ein Monster. Liebe Janet, wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen. Das Leben ist so langweilig hier. Jeden Tag nur dasselbe alte Meer. Obwohl, eine Sache ist neu. Dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord. Das kommt fast nie vor. Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen. Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Kapitän verwandt. Stell dir vor, auf einem Tanker statt eines Passagierschiffes zu reisen. Die müssen echt knapp bei Kasse sein. Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden, aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen. Was er wohl befürchtet? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein, dass der Captain gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten. Vielleicht mache ich mir so viele Gedanken. Ich vermisse dich. In Liebe, Jim. Habt doch gerade was aufgehen hören, oder?
Das ist die Lampe. Bootsfahrten auf dem Amazonas. Schönheit in der schwarzen Lagune. Hunting Life. Guns for the Avid Hunter. Scheint mir auch eher ein Safe Room zu sein. Also kein richtiger Safe Room, aber einer, wo nichts passiert. Für uns ist es schon zu spät, aber die Welt sollte wissen, was hier vorgefallen ist. Ich hatte gestern die Nachtschicht und hielt darum mittags ein Nickerchen in meiner Koje. Ich war schon halb eingeschlafen, als ich ein Kind, ein kleines Mädchen, lachen hörte. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Ich wachte um 19.30 Uhr auf. Es gab eine Unruhe auf dem Gang. Drew, einer der Ingenieure, kam rein und sagte, etwas gehe unten vor sich, vielleicht eine Ausschreitung. Er sah blass im Gesicht aus. Er sagte mir, er würde nach unten gehen und nachsehen. Er kam nie zurück. So gegen 19.50 Uhr hörte ich einen Schrei. Ich ging zum Waschraum, um nachzusehen und sah, wie Clark von einer Art schwarzem Monster gefressen wurde. Das Monster drehte sich und kam direkt auf mich zu. Große, haiähnliche Zähne schnappten in seinem Kiefer. Ich schrie wie ein kleines Mädchen und machte, dass ich wegkam. Jetzt kauere ich bei den Kojen, schreibe dies mit zitternder Hand. Ein ganzes Heer jener Kreaturen lauert nun auf den Gängen. Ab und zu höre ich noch Schreie, aber keine 10 Pferde können mich wieder nach draußen zerren. Und das ist alles, was ich weiß. Giovanni Finetti. Tja, und wo ist er jetzt? Entweder auch zu einem Monster geworden oder einfach tot. Psychotonikum. Könnte man eigentlich hier gut gebrauchen, wo es so dunkel ist. Nehme ich aber erst, wenn wir in dem nächsten größeren Raum sind. Okay, wir sind von hier gekommen. Das wollte ich noch gerade kurz gucken, weil ich Orientierung verloren hatte. Wir sind von hier gekommen. Haben wir eigentlich fast alles untersucht hier? Aber mindestens ein Monster kommt noch, wenn nicht zwei. Brauchen die verdammte Sicherung. Hinaufklettern. Safe Room. Da ist die Pistole drin. Ich wusste es. Ich bin so schlau. Weil der Typ nach dem Ding gegriffen hat. Es musste die Pistole sein. Oh, krass, eine Pistole. Yay. Aber keine Truhe, wie es aussieht. Es wird gespeichert, bitte nicht ausschalten. Wir müssen also wahrscheinlich da hochklettern. Oder war hier noch irgendwas? Ne. Moment mal, wir brauchen jetzt hier auch eine Sicherung oder was? Wir brauchen Netzkabel. Hä? Aber von hier sind wir doch nicht gekommen. 2F, ach doch. Oh nein, herabsteigen ist... Ah, okay. Okay, dann haben wir irgendwo irgendwas übersehen. Dann nehme ich jetzt direkt mal das Psychotonikum, um rauszufinden, was ich übersehen habe. Wie gesagt, Monster sollte ich eigentlich alle eliminiert haben. Ja, toll. Okay, die kann ich hier rausnehmen.
Hä? Ich dachte, ich hätte da eine reinstecken müssen. Toll, jetzt habe ich das Psychotomikum umsonst genommen. Aber ich könnte da noch irgendwo so eine Sicherung reinstecken. Wo war das denn? Wo war das denn? Wo war das denn? Ah, ich glaube, es ist in dem anderen Raum, wo ich nicht reinkomme. Ja. Gab's dich noch irgendwo? Oder verwechsel ich das gerade mit der Stelle, wo ich dieses Ding rausgenommen habe? Dass ich dachte, da hätte man es reinstecken können? Ich glaube fast. Dann muss ich das jetzt wahrscheinlich wirklich einfach in den Fahrstuhl checken. Naja, hier ist eh nichts drin. Aber das Netzwerkkabel fehlt doch auch noch. Was war das jetzt? Also wir haben die Kabel auf Krankenstation 3F finden. Okay, also sind wir hier falsch. Hier finden wir nur die Sicherung, wie es aussieht. Ah, hier kann man die Sicherung reinmachen. Okay. Und jetzt? Hä? Das ist die Frage, was kann ich jetzt hier machen? Oh, mir krabbelt gerade mein Rücken. Moment. So. War denn irgendwas hier auf der Ebene noch zu? Was jetzt auf ist? Eigentlich nicht. Ich denke, wir müssen die Sicherung nehmen und in den Fahrstuhl packen, aber brauchen noch das Netzwerkkabel und. Das gibt's auf der Ebene 3 irgendwas. Ja, ich glaube, also ich weiß es nicht ganz. Es kann sein, dass in der älteren Erinnerung, dass wir da die Sicherung da rausgenommen haben und da reingemacht haben, damit wir da durchkommen, wenn ich mich recht entsinne. Ja, so war das, glaube ich. Das heißt, die Sicherung da, die hat hier gar nichts verloren. Die brauchen wir für den Fahrstuhl. Okay, also muss ich jetzt nochmal auf Ebene 3F und da das Netzwerkkabel suchen. Jetzt sind wir ja ganz unten auf 1F. Okay. Wieder einmal. Meine Fresse, egal. Ebene 2F. Ja, ich glaube, es dauert länger, wenn wir da jetzt lang gehen, als wenn wir einfach hier hochklettern. Kommen wir, glaube ich, schneller auf 3F. Es hat zumindest schon mal Strom, wie es aussieht. So, 3F. 3F? Hallo? Hatten wir hier nicht schon alles durchsucht? Verdammt, hätte ich noch mein Psychotonikum noch. Okay, dann müssen wir hier nochmal alles durchsuchen. Netzwerkkabel. Ich speichere nochmal. Wo könnte das denn versteckt sein? Noch so ein Psychotonikum kann ich mir nicht bauen. Ich glaube, dafür brauchen wir so eine Chemikalie und dann halt diese Pillen. So. Das finden wir auch so. Das finden wir auch so. Einfach alles absuchen.
Ich glaube, hier raus müssen wir eh nicht, weil da kommen wir nur ins Treppenhaus. Ja. 3F. Also das war auch 3F, ne? Das Kabel auf der Krankenstation 3F finden. Das Kabel auf der Krankenstation 3F finden. Das hier ist die Krankenstation. Hier gab es ja auch gar nichts weiter Spektakuläres. Eigentlich dachte ich, ich hätte hier alles eingesammelt. Okay, so viel zum Thema. Ich dachte, ich hätte alles eingesammelt. Oder muss das vielleicht irgendwo im Fahrstuhl sein? Das ist ja der Fahrstuhl, den wir reparieren sollen. Ich höre ein Monster. Wo kommt das denn her? Ist der Raum jetzt auf? Hä? Merkwürdig. Na gut, dann würde ich sagen. Hä, waren wir hier nicht schon? Und hatten das aufgemacht? Bin ich komplett blöd? Jetzt habe ich wieder einmal geschossen. Ach so, das haben wir wahrscheinlich irgendwann mal gemacht gehabt, bevor es gespeichert hat. Jetzt kapiere ich das. Weil hier waren wir ja eigentlich schon. Und hatten es alles schon eingesammelt. Deswegen hatten wir auch den Dietrich noch. Trotzdem würde ich sagen, liken, kommentieren. Abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben. Dann wird man euch loben, euer Paxis. Und ja, ich versuch's dann in der nächsten Folge. In diesem Sinne, tschö, tschö.